Angesichts der russischen Drohungen mit einem möglichen Einsatz von Atomwaffen im Ukraine-Konflikt hat US-Präsident Biden vor einem Armageddon gewarnt. Das Risiko eines Atomkriegs sei so hoch wie seit 60 Jahren nicht mehr, sagte Biden bei einer Veranstaltung in New York. Russlands Präsident Putin mache, so wörtlich, keine Witze, wenn er mit dem Einsatz von Atomwaffen drohe, um seine Invasion in der Ukraine fortzusetzen. Grund für die drohende Eskalation sind die Geländegewinne der ukrainischen Armee und aktuell vor allem die heftigen Kämpfe in der Region Saporischschja, rund um das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk. Durch russischen Raketenbeschuss sind in der Stadt Saporischschja mindestens 7 Menschen ums Leben gekommen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte den Westen dazu aufgefordert, den Druck auf Moskau hochzuhalten, um die Rückgabe von Europas größtem AKW zu erzwingen. Selenskyj forderte die NATO auf, den Einsatz von Atomwaffen durch Russland um jeden Preis zu verhindern, notfalls auch mit Präventivschlägen. Später ruderte er zurück, er sei falsch verstanden worden. Der Sprecher von Russlands Präsident Putin bezeichnete Selenskyjs Äußerungen als, Zitat, Aufruf zum Dritten Weltkrieg mit unvorhersehbaren, schrecklichen Folgen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.